Auch heute, einen Tag nach dem Vorfall, sieht man die Ölspuren stellenweise auf dem Rhein immer noch gut. Und auch die Schwäne sind an den Bäuchen noch dreckig. Tierschützerin Laura Hanhardt hat sich gestern grosse Sorgen um die Gesundheit der Schwäne gemacht und ist darum zusammen mit der Feuerwehr auf den Rhein raus. Wir haben dann aber gesehen, dass die Verschmutzung nicht so gross ist und dass sie sich ja schon den ganzen Tag angefangen zu putzen, wie wir können beobachten konnten. Und es ist ihnen wirklich, sie haben Glück gehabt. Auch wenn die Schwäne Glück im Unglück hatten und sich selber vom Öl können befreien konnten, hat Laura Hanhardt auch heute keine Ruhe lassen. Darum ist sie noch mal auf der Rhein. Viele Schwäne sind zwar noch dreckig, doch die Tierschützerin ist sicher, dass sie keine bleibenden Schäden davontragen werden. Trotzdem macht sie den gestrigen Vorfall hässig und vor allem traurig. Wir hatten das letzte Jahr schon einen Fall gehabt mit 30, 35 Genten, die in einem Bach waren, wo auch Öl geflossen ist. Und ja, es macht einem, man kann es nicht verstehen. Beim Thurgauer Amt für Umwelt heisst es heute auf Anfrage, dass sie gestern die defekte Leitung, die für das ausgelaufene Öl verantwortlich ist, provisorisch mit einem Zapfen zugemacht haben. Das lange dann Präsident vom Fischereiverband Thurgau aber nicht. Jetzt müsse gehandelt werden. Es ist ein Wiederholungstäter und seit mehreren Monaten gelangt Öl und Bauwasser direkt oder indirekt in der Reihe. Das ist einfach eine Sauerei, die nicht akzeptiert werden kann. Ein Unfall kann es immer mal geben. Ich arbeite für einen Produktionsbetrieb. Aber dann wird der Sachverhalt abgeklärt, abgestellt und dann funktioniert es. Laut den Fischereiaufseher von den Kantonen Thurgau und Schaffhausen sind das mal kein Fisch wegen dem Öl gestorben. Trotzdem ist für den Christoph Maurer klar, dass nie mehr so ein Vorfall wie der gestern passieren darf. Wir hatten anscheinend Glück gehabt. Das waren ein paar wenige Deziliter Liter, die reingeflossen sind. Aber wenn da mal massiv das Zeug dahinter geht, dann ist der Rhein an dieser Stelle tot. Warum Öl ausgelaufen ist, kann beim Thurgauer Amt für Umwelt im Moment noch niemand sagen. Der Bauer selber hat sich auch heute zum Vorfall nicht äussern wollen.